Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall erstmal Kevin einen auf die Glocke gegeben und seine Leute ausgemerzt. Wir haben zwei neue Mitstreiter oder B-Streiter oder so eine Art bekommen. Einen Ork, eine Elfin. Und ja, haben die Technik wieder ein bisschen bekommen. Hier, Rigonga, da ist er schon. Einer von denen. Yeah. Er kann ein bisschen zaubern, er kann aber mit dem Schwert umgehen. Vielleicht werde ich meine Truppe ein bisschen umbauen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. So, die Technik wieder haben wir abgeschlossen. Das haben wir auch abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Gucken wir mal ins Journal. Tartuccio müssen wir noch finden. Da müssen wir in 70 Tage Zeit. Die alte Hütte untersuchen, für die sich der Hirschkönig interessiert. Ja. Lager der Banditen in Dornhoch. Die Suche nach einem heimlichen Tartuccio hat viel Zeit gekostet, dadurch hatten die Banditen gewisse Zeit abzurücken und die Spur zu verwischen. Ja, gut. Rechnung, Banditen führte zu nichts. Wo die, ja. Und wir konnten ja. Ja, wir könnten ja das Lager nicht suchen. Vielleicht finden wir dort irgendwelche Hinweise. Ja, gut, aber das haben wir auch gemacht. Das ging auch nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Ja, es steht so ein bisschen auf dem Schlauch. Also nicht auf meinen eigenen, aber. Ja, gut, wir könnten die alte Eiche noch besuchen. Und. Ja, der hat uns aber ziemlich zerberstet. Ja. Sie meinten, ich soll das hier nochmal untersuchen. Dann machen wir das nochmal. Vielleicht habe ich ja wirklich was übersehen. Habe ich nichts gesehen? Ich bin ein bisschen überfragt. Gehen wir nochmal hier hin. Ja, irgendwas übersehen? Naja, die Kiste, aber die kriegen wir nicht auf. Naja, gut, vielleicht kriegen wir ja neue Aufträge durch die. Ja, keine. Ja, vielleicht werden wir wieder zurückgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, was sollen die damit zu tun haben? Und vielleicht kriegen wir neue. Ah, oder neues Gebiet erforschen, das kann natürlich auch sein. Ist natürlich jetzt, also ich könnte natürlich jetzt rumgucken und hier und so, bevor ich aber mich jetzt hier alleine durch, also anders gesagt, bevor ich jetzt, das sieht doch richtig aus, alter Ahorn und Patriarch der Baumwelt ist schon seit mehreren Entfernungen zu sehen, kein anderer Ahornbaum in der Region gefunden. Wollen wir mal hin? Aber machen wir mal. Nee, also nachschauen in dem Sinne, untersuchen meine ich damit. Ah, ein Kampf. Mal schauen. Was da auf uns wartet. Adventures can wait. Can you make an epic pose? I need Ach, mal Goblins. Na gut. Repent. Ah.
So. Du darfst gerne mal zaubern, Mädel. Okay, Roma. Du machst nicht. Aber Seite gehen, danke. Einmal. Zweimal. Vielleicht haben wir noch mehr Kämpfe. Oder vielleicht haben wir auch keine Kämpfe mehr. So, gucken, was er uns erzählt. Ich glaube nicht, dass wir gegen einen Baum kämpfen müssen. Na los, komm. Ah? Oh. Kesten Garez, sei grüßt. Kesten Garez, der ehemalige Hauptmann von Jamandi, Aldoros persönlicher Wache, nickt dir zu. Sehr schön. Als hättet ihr euch erst gestern im Restaurant gesehen. Er hinkt sichtlich. Seine Kleidung ist blutbefleckt und er sieht genauso grimmig und konzentriert aus wie bei eurer ersten Begegnung. Dieses Mal entdeckst du in seinen Augen aber außerdem eine Spur von Aufregung. Ich habe dringende Nachrichten aus Restorf. Die Untersuchung, die ich auf Geheiß von Lady Yamandi angestellt habe, hat eure Unschuld bewiesen. Tartuccio war und ist der Spion aus Petax. Er war es, der in jener schrecklichen Nacht das Tor geöffnet und die Assassinen eingelassen hat. Wie es scheint, verfolgte er den Plan, sich die Unterstützung der Baronie und der Aldori zu sichern, um diese Länder nach seinem wahren Herrn in die Hände zu spielen. König Irovetti. Sind Intrigen nicht fremd und er liebt es, andere für die Dreckarbeit einzuspannen. Kesten verzieht das Gesicht. Jedenfalls bittet euch Lady Yamandi um Verzeihung. Lady Yamandi hat befohlen, Tartuccio gefangen zu nehmen. Wir folgten seiner Spur, als der verdammte Nebel aufzog. Wir uns verirrten und schnurtracks in einem Banditenhinterhalt liefen. Leider wurden dabei fast alle meiner Leute verwundet, weshalb wir unsere Suche nicht fortsetzen können. Deshalb bin ich hier und bitte euch um Hilfe. Ich zeige euch auf der Karte, wo sich Tartuccio vermutlich aufhält. Bringt diesen Bastard zu Alex Handelsposten. Tot oder lebendig. Restorf wird dir diesen Gefallen nicht vergessen. Wir bekommen 324 Erfahrungspunkte. Darüber freue ich mich sehr. Und es war ja klar, dass wir natürlich unschuldig sind. Oder so, weil ja, wir haben geschlafen. Wie konnte Tartuccio euch zum Narren halten? Wonach könnte pitaxianischen Spione in die Raub... Nee, wonach können denn pitaxianische Spione in Raublanden suchen? Garrus ist der Name von Adelshaus in Brevoy, nicht wahr? Heißt das, ihr seid ein Adeliger? Fragen wir mal nach. Ich war einer. Kesten verzieht das Gesicht, als hätte er eine saure Frucht gebissen. Jetzt ist es nur noch ein Name, mehr nicht. Garrus sind eine Adelsfamilie in Brevoy und besitzen mehrere Minen in Goloshkin-Gebirge. Mein Vater, Evan, ist ein Vetter von Lord Holland Garrus. Kesten runzelt die Stirn, aber er ist nicht mehr mein Vater. Wie dem auch sei, ich habe Schande über meinen Namen gebracht und wurde entsprechend bestraft. Meine Familie hat mich verstoßen. Ich floh nach Restorf und führte das Leben des einfachen Söldners. Bis ich einen Auftrag erhielt, der mich hierher in die Raublande führte. Okay, erzählt mir, warum ihr verbannt worden seid. Würde mich mal interessieren. Ihr habt mich um einen Gefallen gebeten. Da würde ich sagen, ihr schuldet mir eine Erklärung. Oder echt einen Gefallen für auflösen, wo wir was wissen wollen? Ein unbehagliches Grinsen umspielt Kerstens Lippen. Also gut, bei Garrus steht das Wohlergehen seines Hauses und die Ehre seines Namens über allem. Und ich wurde mit einer Witwe aus einem anderen Adelshaus verlobt.
Die Verbindung war für meine Familie von enormer Bedeutung. 3 Monate vor der Vermählung begegnete ich allerdings einer Bürgerlichen. Sie war freundlich und unverdorben. Und wir verliebten uns. Ich wäre lieber gestorben, als meine Tania zu verlassen. Und entschied mich deshalb, die Verlobung mit meiner adeligen Braut zu lösen. Ich hätte allerdings niemals damit gerechnet, was das auslöste. Mein Vater war außer sich vor Wut. Ich würde eine sinnlose Liebelei über die Interessen des Hauses stellen. Er verstieß mich aus der Familie und drohte mir mit dem Tod, wenn ich in unseren Ländereien nicht verlassen würde. Und Tanir, der Hauch eines Lächelns huscht über Kestens Gesicht, das danach aber einem noch grimmigeren Ausdruck zeigt als zuvor. Ihre Mutter war schwer krank, weshalb sie entschied, bei ihr zu bleiben und sie zu versorgen, statt mir in die Verbannung zu folgen. Es war also allgemein, also ich war also allein in Ungnade gefallen, ohne Namen und ohne Liebe. Denkt nicht, ich will euer Mitgefühl. Merkt Kerstin einen löseren Tonfall an. Jeder bekommt, was er verdient. So, jetzt können wir wieder Erfahrungspunkte sammeln. Yeah. Erstens, chaotisch gut. Ich finde, ihr hättet ein besseres Schicksal verdient, Kerstin. Wahre Liebe sollte nicht bestraft werden. Das ist richtig. Rechenschaft neutral. Ich hoffe, ihr bereut, was ihr getan habt. Die Pflicht sollte stets im Vorrang der Gefühle haben. Nee. Drittens, neutral. Lasst die Vergangenheit hinter euch und denkt nicht mehr darüber nach. Boah, das ist aber auch ziemlich herzlos. Nummer 4. Chaotisch neutral. Was war es das Mädchen denn wenigstens wert? Ich verstehe. Reden wir über etwas anderes als eure Vergangenheit. Ja, ich würde eins sagen. Ich finde, ihr hättet ein besseres Schicksal verdient. Und so weiter, ja. Was geschehen ist, ist geschehen. Kirsten senkt den Kopf. Gut. Ich würde gerne mehr über das Haus von Garrus und seine Heimat erfahren. Die 5. Gut, schön erfahren. Erzählt mir von dem Land, in dem ihr aufgewachsen seid. Ich glaube, wir haben 9 Soldaten. Also, Kirsten Garrus gefällt mir. So ein schöner, knüppelharter Ritter. Das Haus Garrus besitzt etliche Täler und Schluchten im Goluschkin-Gebirge. Diese Orte sind aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten leicht zu verteidigen und darüber hinaus reich an Erzen, so wie allem anderen, was in den Tiefen der Erde zu finden ist. Es ist ein Land von seltener Schönheit, Kästen seufzt. Als ich nach Restock kam, konnte ich mich lange nicht daran gewöhnen. Zwischen den Dächern war nichts als der Himmel. Nirgends waren Berggipfel zu sehen. Und erzähl mir vom Haus. Es ist eine alte, angesehene Familie und eines der einflussreichsten Häuser in Brevoy. Vor langer Zeit schloss das Haus Garrus einen Pakt mit den Zwergenclan der Golka, von den beiden Seiten enorm profitierten. Sie liefern seitdem das Erz für unsere Schmieden. Lord Holen hat sogar den Sohn des Anführers der Zwerge als Mündel aufgenommen. Wer hätte damals schon wissen können, wohin das führen würde? In demselben Winter, in dem Brevoy und Rogavia das Ziel verloren, verschwand Bren, Holens einziger leiblicher Sohn, in den Bergen, woraufhin Kufel Golka, den zwergischen Mündel des Lords, zum Erben des Hauses Garrus wurde. Der Junge hatte es allerdings nicht leicht. Zu viele waren der Meinung, Holen hätte jemanden seines eigenen Blutes zum Erben ernennen sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch mein Vater derartige Pläne für mich hatte. Aber wir alle wissen ja, wie das ausgegangen ist. Lass uns die Unterhaltung ein anderes Mal fortsetzen. So, wir konnten ja Tatucci euch zum Narren halten. Das hat er uns ja auch gemacht. Aber wir fragen lieber nach der Zeit. Wonach könnten diese Spione in Raublanden suchen? Die texianischen Spione sind wie Elstern. Sie schnappen sich alles, was in ihren Augen fällt. Informationen, Schätze, Artefakte. In diesem Fall bot sich König Iorvetti eine Gelegenheit, die gesamten Raublande an sich zu reißen, und zwar auf Kosten der Aldori. Lasst mich euch einen Rat für die Zukunft geben. Seht euch vor dem piktaxianischen König vor. Er ist eine echte Schlange. Und fangen wir nach der 1. Der gerissene Bastard hat uns einigen Ärger gebracht. So viel steht fest. Kästen runzelt die Stirn. Als er in Restorf aufgetaucht ist und verkündet hat, er wolle sich der Expedition anschließen, hatte niemand auch nur einen geringsten Verdacht. Ja, er war ein Gnom, ein Zauberer. Und?
Selbst nach diesen schrecklichen Nächten haben einige meiner Leute darauf gewettet, dass ihr der Spion seid. Sein Hochmut hat ihn zu Fall gebracht. Wie es scheint, dachte Tatsuchiros Schergen, sie könnten sich in den zwielichtigen Teilen der Stadt gefahrlos mit pixianischen Spionen treffen. Aber Restov ist der Familiensitz der Aldori und Lady Yamandi wird nicht nur vom Adel und dem gemeinen Volk respektiert, sondern auch von denen, von der anderen Seite des Gesetzes. Wir erhielten eine Nachricht aus den Edelsvierteln. Ein guter Freund, der unbekannt bleiben wollte, empfahl den Schwertfürsten, einen gewissen Besucher aus Pitax unter die Lupe zu nehmen. Yamandi ließ sofort nach mir schicken und befahl mir, den Spion gefangen zu nehmen. Ohne großes Aufsehen, natürlich. Er hat uns alles erzählt. Und nicht nur von Tatuccios. Ich bezweifle, dass Iroveti sonderlich erfreut war, als er vom Scheitern seiner Spione erfuhr. Naja, ein gemeines Grinsen huschte über Kessens Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Leb wohl. Jo. Dann gucken wir mal weiter. Naja gut, die hätten wir angreifen können. Aber warum? Das für das Fell. Naja gut. Aber lassen wir mal. Beutelwölfe. Ja, die können wir angreifen. I'm always ready. So, alle auf den hier. Irgendwas ist bestimmt noch nicht. Achso, ja. Lindsay heilt erstmal. With the attack. Der Sinne, sauber. Dann. Ihr beide auf den. Ihr beide auf den. Repent. Du machst ein magisches Geschoss auf den. This will hurt. So. Hier drauf. Slice. Behead. Der ist hin, der ist hin. Ja. You should have run. Oh. Oh. Häuten. Nur einmal häuten? Moment. Okay. Guck mal hier rein. Überwucherter Gang. Okay. Wir gucken uns aber die Knochen an. Und wir bekommen einmal einen goldenen Tand, ein wundervolles Schmuckstück. Und bekommen wir einen goldenen Ohrring. Und 19 Gold. Bevor wir da gucken, gucken wir uns natürlich weiter um. Ist da irgendwelche Kämpfe möglich oder so? Was die Karte war. Ah ja, so eine Riesenkarte. Und ehrlich, lassen wir alles, was friedlich ist, lassen wir in Frieden. Okay. Okay. Dann stürm mal vor. Die, die, die! Nö. Normaler Angriff. Ebbs low. Oh.
Achso, kann sie gerade nicht. Serves you right. Tear them apart. So, dann haben wir nochmal einen Sturmangriff. Und du darfst. Nee. Nein. Nein. Ach komm, mach den hier. Strike. Wäre schön. Oh. Heute. Naja. Okay. Just letting the ink dry. Done with waiting. Du kannst das nicht. What troubles you? Hast du das schon aufgebraucht alles? What you want? Oh, sorry. Was lost in thought. So. Muss man hier weiter um. Okay. Schön große Map endlich mal. Machen wir ein Elch. Lass einfach in Ruhe. Denn vielleicht hat es auch seinen Grund, warum wir Elche sind. I see something. Haben wir bekommen? Eine rostige Landmünze. Na gut, nehmen wir mit. So. Und lass mal alleine kämpfen. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier rasten können. Da war irgendwie grün. Gut. Müde. Ah. So. Wir waren gut gefightet. Verwalten. Ja. Aber natürliche Heilung. Okay. Zwei sind auf Jagd. Na, das passt alles soweit. 6, 1, 2. Lass euch tauschen. So, plus 5. Plus 2. Hast du vielleicht kochen? Ah, du kannst kochen. Sehr schön. 7. Ja, passt das auch. 1, 2, 3. Ja, passt. Sauber. Okay. Manchmal glaube ich, meine gesamte Existenz sei ein einziger langer Witz des Schicksals. Aber selbst falls das stimmen sollte, ist das in Ordnung. Ich werde trotzdem als Letzte lachen. Aha. Ich. Ladung fehlgeschlagen. Jagd hat geklappt. Kochen hat das Essen ruiniert. Schade. Atabuma machte plötzlich im Inneren des Hauses. Nicht weit entfernt jaulten wütende Hunde. Die Luft roch verbrannt, die Holzwände waren heiß und unter der Decke sammelte sich beißender Rauch. Er schaute aus dem Fenster. Er sprang aus dem Fenster. Springen aus dem Fenster, ja. Nach einem beherzten Tritt gegen das Fenster sprang Atabo hinaus in die Dunkelheit. In diesem Moment bohrte sich ein Pfeil in seine Schulter und er hörte Schreie aus einem triumphierenden Gelächter. Er lief weiter zur Seilbrücke. In der Mitte des Flusses angekommen, warf Atabum einen Blick zurück und sah, wie ein junger Mann mit einem geweihähnlichen Helm eines seiner Seile mit einer Axt durchtrennte.
Die Brücke begann zu wanken und versank schließlich in die Flut. Der Hausmann war eiskalt. Er hatte das Plätschern von Wasser und das sanfte Rauschen von Wellen gehört. Aber als er die Augen öffnete, sah er ein gesteiniges Flussbett und einen aufgedunsenen Körper, der sich im gründlichen Wasserpflanzen verfangen hatte. Die leblosen Augen des ertrunkenen Mannes waren auf Atom gerichtet. Der ertrunkene Mann öffnete langsam den Mund und sagte mit einem heiseren Flüstern: Birkwasser, Atom. In diesem Augenblick wachte Atom endlich auf, immer noch schweißgebadet, erzählte er uns, was er im Traum gesehen hat. Ja. Albtraum im Flussbett. Wir sind das schreckliche Träume. Für den Ursprung für Albträume. Ja, ist ja schon klar. So, wir haben. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Was soll die Hirsche sein? Das freundliche Ziele? Wieso können wir nicht laufen? Entkräftet. Beruchteter Gang. Wir lassen den aber hier in Ruhe. Okay, gehen Sie, das schaffst du. Au. The end draws near. Komm her. I wrote it like I saw it. Und? Applaus, please. Sauber, 260 Erfahrungspunkte. Und du? Can you make an epic pose? I need inspiration. Anything else? Okay. Nekromant. Stürm mal dahin. Okay. Become dust. Er geht zum Mother, das ist gerade. You deserve it. Won't kill me. Survive. Ach, da ist auch einer. Always survive. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Your life ends. Miserable. Last chance. Das war echt nicht gut, was wir gerade machen. Du sollst ruhig mal umkippen. So, cast mal hier drauf. Don't hold back. Alter, nur Blinde. War nicht gut. Wir bekommen. Oh, was ist das denn? Nimm das mal mit. Zwei Hände als Meisterarbeit. Oh. Dann ein grüner Quarz. Bisschen Gold. Schokolade, Waffe und Schild. Rüstung mal nicht. So.
So, nehmen wir alles mit. Alles. Heiltränke. Was hier? Alchemistenfeuer, immer gut. Und Armschienen. Armschienen. Kommt hier hin? Da? Take this thing away from me. So kann ich sie nicht tragen. Aber sie dahin gehören. Sehr schön. So. Ach, sieht nicht gut aus, Lebenspunkt und so. And Lindsay was called forth. Esme, Axel, yes. Yes, yes. I'm still here. Ich will noch einmal casten. I'll take care of it. Nee. Ach, haben wir doch eigentlich gerufen, hab ich auch vergessen. Patience. Anything is possible. Esme, Axel, yes. Yes. Noch ein bisschen geheilt. So. Auch noch mal zwei Vasen. Ne, zwar Milch. Ne, warum nicht? Güter. Wir bekommen einmal ein goldenen Tand. Ein Achato-Ohrring. Fässchen. Ein Heiltrank. Noch Milch. Und dann noch Essen. Okay. Aber wir sind aber hier durchgegangen. Plündern. Plündern. Irgendwas bekämpft? Ja. Gut, an dieser Stelle werde ich auf jeden Fall mal einen kleinen Cut setzen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ansonsten danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.